In diesem Check Tablets. Sie sind größer als Smartphones und auch immer noch praktischer als ein Laptop. Die Rede ist natürlich von Tablets. Dabei ist es egal, ob man sie privat oder für den Job braucht, nützlich sind sie in jedem Fall. Heute vergleichen wir zwei aktuelle Tablets miteinander. Zum einen das Trackstore SurfTab Ventus 10.1 und zum anderen das Blaupunkt Endeavor 1000 HD. Das Tablet von Trackstore kommt im schwarzen Design mit edler silberner Rückseite aus Aluminium und abgerundeten Ecken daher. Es liegt mit seinen knapp 600 Gramm leicht in der Hand und ist mit 10,6 mm auch sehr dünn. Das Display hat 10 Zoll und eine Auflösung von 1280x800 Pixel. Das Gerät ist sowohl mit einer Front- als auch mit einer Kamera an der Rückseite versehen. Auf der linken Seite befinden sich verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie ein USB, ein Kopfhörer und HDMI-Anschluss. Auch Kartenleser und den An-Aus-Schalter findet man an dieser Stelle. Das Android 4.1 Betriebssystem hat man leicht raus und so ist die Bedienung ein Kinderspiel. Dank des schnellen Dual-Core-Prozessors können Sie problemlos mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen lassen, egal ob E-Mails oder Videos. Eine weitere Besonderheit ist, dass Sie über den Mini-HDMI-Anschluss Ihren Fernseher ans Gerät anschließen und so Videos auf dem Fernsehgerät gucken können. Per Bluetooth können Sie auch leicht und schnell Ihre Daten mit anderen Geräten austauschen. Full-HD-Bild und die Soundqualität sind außerdem sehr gut, sodass man Videos und Fotos in bester Qualität genießen kann. Das Trackstore SurfTab Ventus 10.1 ist zu einem Preis von 169 bis 189 Euro im Handel oder online erhältlich. Auch das Tablet von Blaupunkt glänzt in schwarzem Design mit einer silbernen Rückseite. Es ist zwar ebenfalls schmal, jedoch etwas schwerer. Das Gerät hat eine Front- und Rückkamera. Die Bedienung ist auch hier durch das Android 4.1.1 Betriebssystem sehr einfach. Sie finden sich schnell zurecht. Das Gerät an- oder ausschalten und die Lautstärke regulieren können Sie an der oberen Seite des Tablets. Alle Anschlüsse, darunter USB, Kopfhörer und HDMI, finden Sie an der rechten Seite. Auch dieses Tablet können Sie an einem Fernseher anschließen, um Bilder und Videos sofort auf einem größeren Bildschirm abzuspielen. Bleibt nur noch zu erwähnen, dass auch die Bild- und Tonqualität keine Wünsche offen lassen, da Blaupunkt in beiden Punkten sehr gut abschneidet. Das Tablet Endeavor 1000 HD von Blaupunkt gibt es für 154 bis 219 Euro online oder im Handel. Unser Fazit: Im Design sind die beiden Tablets sich sehr ähnlich. Hält man sie jedoch in der Hand, merkt man bereits den ersten Unterschied daran, dass das Trackstore etwas leichter ist als ein Konkurrent. Auch im Preis schneidet es besser ab als Blaupunkt. Pluspunkt für beide ist definitiv der Mini-HDMI-Anschluss. Beim Tablet von Trackstore gibt es jedoch einen gravierenden Mangel. Das Gerät ließ sich in unserem Check nicht mehr aufladen, sondern funktionierte nur noch, wenn es an den Strom angeschlossen ist. Bei unseren Recherchen haben wir herausgefunden, dass mehrere Nutzer des Tablets dieses Problem schon hatten. Das scheint somit ein Herstellerproblem von Trackstore zu sein. Dicker Minuspunkt. Somit ist das Tablet von Blaupunkt ganz klar unsere Empfehlung.